Metal Leute, Servus und willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist heute mal wieder endlich soweit. Ein neues Konzert steht an. Ich freue mich riesig. Vor allem auf dieses. Dieses ist ein etwas besondereres Konzert. Ja, vielleicht hört man es schon. Ich hatte es ein bisschen erwischt. Aber ich lasse mir den Tag trotzdem heute nicht nehmen. Ich wurde jetzt aus heiterem Himmel, wie es mein Glück so will. Über Nacht ein bisschen krank, aber es hält sich noch in Grenzen. Nur ganz leicht. Hoffe ich. Es ist zwar anstrengend, ich habe es mir auch schon überlegt, ob ich überhaupt hingehe, aber nee, ich lasse mir das nicht nehmen, heute zu Lauren zu gehen. Lauren, für die Leute, die sie nicht kennen, ist es die Frontsängerin von Churches. Meiner persönlicher Lieblingsband. Und ich freue mich, dass die endlich mal nach Deutschland kommt, wenn auch alleine. Die macht ja gerade ihr Solo-Ding. Und Solo-Album, damit geht jetzt einfach mal auf Tour. Seit gefühlt jetzt schon fast 2 Monaten. Und heute gehe ich, ihr seht schon richtig, das erste Mal nach München. Es ist heute ein sehr besonderer Tag mit sehr besonderen ja, Voraussetzungen, aber mein Gott, so ist es halt, ne? Ich freue mich persönlich, ich habe mir zwar natürlich, wie die meisten wahrscheinlich, eher gewünscht, dass sie mit den anderen beiden kommt. Aber die waren ja seit 2018 nicht mehr in Deutschland, da kann ich noch nicht. Und ja, Southside zählt nicht. Deswegen bin ich froh, das ist halt passiert und ich freue mich einfach. Werden mal sehen. Es gibt eine Vorband, was heißt Vorband? So eine Sängerin, die davor spielt, die habe ich eigentlich gar keinen Bock. Ich habe mir die mal reingezogen, die hat 5 Songs oder so. Das ist jetzt ihr 4. Konzert heute. Naja, ich werde noch ein bisschen nachher erzählen. Ich werde mich jetzt langsam fertig machen. Ich trinke mir noch einen Tee rein und hoffe, dass es gut geht. Ja, dann geht's erstmal jetzt gleich nach München. Bis denne. So, Mädel, Leute, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Bahnhof. Folgender Schlachtplan. Also, mir geht zwar immer noch ein bisschen, ja. Ich bin halt, wie gesagt, ein bisschen angeschlagen, Nase zu und Übelkeit, aber es geht einigermaßen. Ich habe jetzt ein bisschen nochmal Tee gesoffen, jetzt geht's besser. Ich hoffe, es wird nicht schlimmer. Kann morgen schlimmer werden, ist mir scheißegal. Aber heute brauche ich ein bisschen Restpower, wäre ganz nett. Aber mein Gott, ich bin es ja gewohnt, mit Handicap zu spielen. Ja, nee, jetzt geht's erstmal nach Aschaffenburg und dann im ICE nach München. Ja, ich habe mir ein IC gegönnt. Bei der Strecke wäre das nützlich. Ich habe auch schon so früh genug gebucht. Es ist nicht allzu teuer. Ja, also ich glaube, die Hinfahrt war das teuerste jetzt. 50 Euro, glaube ich. Rückreise 30 Euro heute Nacht. Ja, ich fahre nach dem Konzert dann direkt wieder heim. Vielleicht in meinem Zustand wäre ein Hotel besser gewesen, aber ach ja, was soll's. Ich bin jung. Ich schaffe das irgendwie, lol. Nee, ja, dann geht es erstmal nach München. Wir haben jetzt, wie vor haben wir jetzt? 11 Uhr. Genau, 11 Uhr haben wir jetzt. Geil. Ja, und dann bin ich, glaube ich, 2:30 in München. Was ich dann mache? Gute Frage. Fahr mal im Zustand. Ich wollte eigentlich so ein bisschen rumlaufen, mal so ein bisschen die Stadt anschauen. Ich habe mir auch überlegt, ob ich einen alten Kollegen aus dem Internet antreffe. Aber im Zustand heute. Nee. Mal gucken, was ich mache. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen was zu essen organisieren, was soweit ja geht. Und dann werde ich mich wahrscheinlich dann schon dann zum Strom hinbegeben. Ja, ich weiß halt nicht, in welcher Lage das ist, ob man da sich hinchillen kann, 3000 Stunden, bis die aufmachen, oder ob es halt mitten drin ist so. Das werde ich dann sehen. Ja. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich freue mich mega auf dieses Konzert, die mal zu sehen. Ich habe keine Ahnung, was da für Songs gespielt werden. Ich kenne nur den Are You Awake, den ersten, den sie als Single rausgebracht hat. Mehr kenne ich nicht. Gar nichts. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Auch wenn es jetzt schon Shame offiziell gibt, aber ja. Ich werde es dann heute Abend sehen. Von daher musste ich es mir jetzt nicht nochmal anhören. Lass mich vollkommen überraschen.
Wie gesagt, Strom ist auch nur ein ganz kleiner Club. 500 Leute passen da rein. Das ist, glaube ich, kleiner als das Kolossal hier in Aschaffenburg. Und ja, da werde ich auch ganz vorne hinkommen. Es lohnt sich zwar halt absolut nicht dafür, dann schon, keine Ahnung, 7 ist Einlass. 3 bis 4 Stunden früher dazu lohnt sich halt gar nicht. Aber ja, was soll ich sonst machen, ne? Nee, okay. Da würde ich sagen, erstmal bis später. Ich werde so ein bisschen was filmen, mal gucken. Aber übertreiben und 3-Stunden-Vlog wird es heute nicht. An der Stelle wünsche ich euch viel Spaß. Wir werden ein bisschen was filmen vom Konzert. Ja, wahrscheinlich nicht allzu viel, weil geht nicht lang, glaube ich. Und ja, wir werden sehen, ne? Bis denn. It's all getting by. Cause I sunk some ships with selfish lips and it all came back to me. I was terrified. I never told why. Metal, Leute, ich bin gerade angekommen in München. Digga, was ist mit meiner Kamera los? Ja, Digga, jetzt darf ich dann wieder drehen im Schnitt. Krass, ich habe gerade eben einfach, ich bin einfach mit der militanten Veganerin Zug gefahren. Also habe ich gerade realisiert, warum aussteigen steht hier auf einmal vor mir. Also ich habe jetzt nicht nach Bild gefragt, weil, ja, muss ich jetzt nicht ein Bild machen unbedingt. Da läuft es, warte mal, ich führe mal hin. Lol, vielleicht hat man es gesehen im Cut. Ne, auf jeden Fall total krass und darf wohl noch fertig weiter rollen. Bin ich beobachtet von mir. Hilfreich. Naja, auf jeden Fall. Jetzt läuft es woanders hin. Ich bin nochmal. Da stand sie gerade los. Krank. Sehr krank auf jeden Fall. Macht mich gerade ein bisschen fertig. Ich muss sagen, seitdem ich ausgestiegen bin, mir geht es auch schon extrem besser. Ich bin gerade total geflasht einfach. Das ist einfach geil. Ich liebe City Vibes. Ich habe keine Ahnung, wohin. Ich habe keinen Plan, ich habe keine Roadmap. Mein Plan war eigentlich erstmal überleben. Und ja, ich keine Ahnung, ich werde jetzt irgendwie mal sowas wie ein Rewe oder so aufsuchen. Ich werde jetzt mal ein bisschen was einkaufen und dann mal gucken. Oder erstmal einfach so ein bisschen rumlaufen, ein bisschen was anschauen. Das ist gerade voll geil irgendwie, ich weiß auch nicht. Ah ja, in dem Sinne, was geht, ich bin jetzt auf dem Weg zum Strom. Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen eingedeckt, dann war ich nochmal kurz auf dem Klo und jetzt geht's hin. An und für sich muss ich sagen, München echt schön, gefällt mir richtig, richtig gut. Ein paar Sachen finde ich ganz lustig und zwar bin ich gerade irgendwie gefühlt durch die heftigsten Slums näher Bahnhof durchgelaufen. Ja, also ich finde es halt krass, so was jetzt auf mich so gewirkt hat, ist einfach, entweder ist jeder fünfte Mensch einfach 10 von 10 oder eine minus 1000 von 10. Also das ist so krass. Oh, was ist denn da hinten? Da war eine riesen Statue. Naja, ja. Ganz interessant auf jeden Fall. Ja, ich werde mich da jetzt gleich ein bisschen platzieren. Ich werde nicht so viel Vlog machen. Ein bisschen mehr vom Konzert filmen, weil, ja, mir geht es halt dementsprechend, gell. Trotzdem, ja, wünsche euch noch viel Spaß. Bis denn. Metal, Leute, ich bin jetzt da und ich kann einfach nicht fassen, was das hier ist. Also da bauen da gerade auf.
Ich kann mal, ich will eigentlich nicht vorbei. Ich würde so gerne reinfilmen, aber ich habe Schiss, dass sie das sehen und dann Ärger kriegen. Also das ist halt echt. Ich raff das gerade gar nicht. Das ist einfach hier mitten auf der Straße. Kannst du in so eine Tür rein, dann bist du drin. Oder vielleicht bin ich auch noch blind und finde den richtigen Eingang nicht. Ich kann mal kurz so reinfilmen, vielleicht. Scheiße, ich weiß nicht, ob man das gesehen hat. Ich habe sie auf jeden Fall nicht gesehen, lol. Aber die bauen da gerade auf. Jetzt ist die Frage. Guck mal, hier steht einfach dieses Schild. Und das war's. Also ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Und vor allem, wo ich mich platzieren soll. Also hier ist ja gar nichts. Das ist ja noch schlimmer als in meinen Träumen, Digga. Ich kann mich ja hier nirgendwo hinschillen. Aber dafür steigt wenigstens die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf Lauren treffe, persönlich. Und ein Bild krieg, Digga. Digga. Schau mal kurz, weil hier ist einfach. Hier ist einfach ein Synchronstudio. Erstmal reingehen, vorsprechen. Lul. Ja, Digga, was mache ich denn jetzt? Ich kann mich doch nicht da auf die Straße hocken, jetzt 3,5 Stunden. Ich meine, hier ist so ein bisschen was. Weiß ich aber nicht, ob das was bringt. Ich gehe jetzt mal kurz gucken, wenn nicht, gehe ich dann wieder zurück, lul. Leute, kleines Update. Ich sitze jetzt hier. Da ist der Haupteingang. Ich weiß nicht, ob man das noch sieht. Ja, so halb. Da vorne tut die Band aufbauen. Hier ist der Eingang. Ist noch irgendein Eingang. Da ist ein Synchronstudio. Keine Ahnung. Ich chill jetzt einfach hier. Was soll ich groß machen, ne? Also ich habe vorhin da hinten gechillt, aber bringt ja nichts so. Da hinten zu chillen, wenn hier der Eingang ist. Versteht ihr, wie ich meine? Und genieß so ein bisschen die stattliche Atmosphäre. Ich hoffe, vielleicht kommt die raus, lol. Oder läuft vorbei. Oder ich glaube, die ist noch nicht da oder so. Weil er war von so einem Bandmitglied, hat ewig telefoniert. Erfolglos. Ja, vielleicht kommt die ja, lol. Dann kann ich noch ein Bild machen. Das wäre voll Highlight. Oh, der arbeitet da. Essen. Nice Catering, Bro. Lol. In my body.
Under the Night. Yeah!
Was? We're gonna play a couple more songs. Yeah. Yeah. On the topic of what we were just discussing, we've been going from place to place, trying to learn a different cover in every place, something that's like significant to the place we're going or significant to me in that place. And yeah. I don't know why I was like, I will learn a song in German. So I apologize very much in advance for the bad pronunciations. I've underlined certain letters to put emphasis on so that I don't get the E and the I wrong around. I'm very sorry in advance, but... Don't worry! You'll know, I hope you'll know, I think you'll know, we'll see. Das ist so behindert! Hast du etwas Zeit von mir? So, Metal-Leute, servus und was geht? Es ist jetzt schon der nächste Abend. Ja, ich habe mich soweit ein bisschen wieder erholt. Also, um es mal kurz zu fassen, ich habe eigentlich heute Morgen um 6 Uhr schon mal einen Epilog gedreht. Allerdings, ich habe mich dazu entschlossen, den nicht ins Video zu packen, weil ich höre mich ja das so furchtbar im Arsch an, war ich auch. Und habe mich nur, also gegen Ende habe ich mich dann nur aufgeregt über alles und jeden, ich war halt einfach am Ende, ne? Das sage ich jetzt einfach mal so, wie es ist, ich war halt einfach am Ende und ja, ich habe nur mal kurz Soundcheck gemacht, naja, auf jeden Fall, ja, die Aufnahme, die hätte ich, die ist zwar ganz lustig, aber ich glaube für so ein Video eher unpassend, genau, ich bin wieder daheim. Kleines Review, eine kleine Review zum Konzert. Ja, also wie gesagt, ich bin ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe da gar nicht mehr so viel gesprochen. Ich war ja ewig früh dort, ich war ja um 3:30 schon dort als allererstes und habe erstmal mir überlegt, ey, wo ist eigentlich der Eingang? Also ich wusste, ich habe es mir schon gedacht, dass es diese eine Tür ist, da gibt es so, müsst ihr euch vorstellen, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt gefilmt habe. So 3-4 Türen, da gibt's eine Doppeltür. Oben drüber ist dann so auf, wie so ein altes Kino, so ein Tafelschild mit dem Titel, statt da Strom Presents Lauren Mayberry und Padam. Ja, Padam war eine Queer-Party, die danach war, ich frag nicht, ich weiß es selber nicht. Und, naja, ich war auf jeden Fall in der Schlange und, das heißt Schlange, ich war die Schlange, sagen wir es einfach mal so, weil es gab einfach dann erstmal niemand. Um 4:30 kamen dann die ersten, Grüße gehen raus an Jens, ne? Falls du das siehst,
Ja, ich wurde einfach, ich muss jetzt mal wirklich sagen, ich habe sowas noch nicht erlebt. Ich wurde einfach, ich bin beim Leben noch nie auf solche Fans getroffen. Also jetzt mal ohne Scheiß. Man kennt es ja von Konzerten, du gehst hin, beziehungsweise ich gehe ja oft alleine, nicht immer, aber bei den meisten war ich jetzt alleine, okay? Und ja, man findet zwar manchmal mal jemanden so ein bisschen quatschen und so. In Köln, wie gesagt, war ich auch mit ein, zwei Girls dann auch vorne, erste Reihe. Aber da war halt jetzt nicht so viel. So, und diesmal kam als erstens, dann, wie gesagt, der Jens. Und dann später kam noch jemand, dazu komme ich gleich. Und ich habe noch nie in meinem Leben solche Fans getroffen, die so richtig mit Leib und Seele so Support geben und voll dabei sind und einfach so Level 100 Fans sind, einfach die alles wissen lässt. Also ich habe gestern wirklich Trivia Fun Facts um die Ohren gehauen bekommen. Das habe ich noch nicht gehört oder gewusst. Okay, von ein paar Sachen wusste ich tatsächlich, weil ich halt auch, ich bin jetzt ja nicht der unaktivste Churches Lauren Fan, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber ich würde mich jetzt nicht als absoluten Profi bezeichnen, ne? Und das, was ich gestern erlebt habe, das war absolut professionell und das ist halt absolut professionell. Es war halt einfach eine andere Liga. Ne? Und das fand ich einfach brutal gestern. Fand ich echt geil. Ich habe dann sehr lange mit ihm gequatscht, auf jeden Fall. Muss auch bedenken, ey, mir ging es gestern in der Schlange richtig dreckig eigentlich auch schon. Ne? Also es ging zwar, aber vor allem dann ab 5 Uhr rum, ey, ich saß da und dachte, jetzt war es das gleich, ich klapp zusammen. Aber ich habe mich dann irgendwie gerafft, denn dann kamen die Nächsten in der Schlange. Und ja, das war einfach. Ich bin dann mit einem Mädchen ins Gespräch gekommen. Grüße gehen an dich besonders raus. Mit der habe ich mich prima verstanden und einen tollen Abend gehabt. Also war echt. Und sie ist halt auch so jemand. Jetzt, wir haben 2023, über 10 Jahre schon dabei, weiß alles, hat eingerahmtes Setlist zu Hause und schon so oft auf Shows gewesen und hat extra ein Geschenk sogar mitgebracht für sie weil sie hatte letzte Woche Geburtstag. Ich habe mal irgendwas so grob gelesen, dass sie Geburtstag hatte, aber ich habe es jetzt auch nicht mehr im Kopf gehabt, bin ich ehrlich. Hat sie so ein Geschenk, also das war echt, finde ich echt eine krasse Sache. Fühle ich mich ein bisschen schlecht. Gibt's dann so diese Experten-Talks so und ich stehe da und denke mir so, ja. Ich mag die Songs so ungefähr. Ne, komme ich mich schon ein bisschen dumm vor. Aber nee, es war absolut geil dann. Wie gesagt, das waren jetzt viele. Der Club war auch sehr klein, das Strom, muss ich sagen. Also, Kolossal Aschaffenburg vom letzten Vlog. Vorletzten, sorry. Noch ein bisschen kleiner. Ich habe ganz kurz bei einem Konzertclip rundum gemacht, aber man hat da wahrscheinlich nicht viel gesehen. Man muss auch ehrlich sagen, ich habe diesmal wirklich mal gestern mehr das Konzert genossen, als dass ich alles gefilmt und kommentiert habe, ne? Muss man auch sagen. Und ja, hat mal ganz gut getan. Ich muss sagen, ich habe dann doch relativ viel vom Konzert aufgenommen. Also ich habe mal so ein bisschen probiert, experimentiert, weil ich stand halt wirklich komplett vorne in Lauren drin halber. Also nicht wortwörtlich, aber ich stand wirklich halber drin. Und das war einfach eine echt geile Experience. Das hatte ich nicht in Köln und schon gar nicht woanders. Also muss ich sagen, in Köln war ich ja schon Reihe 1. Aber jetzt das war wirklich Reihe 0, okay? Das war wirklich ganz, ganz, ganz großes Kino. Und ja. War echt eine geile Sache. Also der Club echt klein, schnuckelig, schön. Ich hab tatsächlich, weil von außen sah es halt echt irgendwie aus wie eine Bruchbude. Ich bin jetzt super ehrlich, okay? Hab gedacht, oh nee, nicht, dass es so eine Ranzbude ist, so. Aber nein, es war komplett geil da drin, war echt schön. Hat ein richtig geiles Feeling gehabt. Beim Klo kann man sich drüber streiten. Ja, es war halt so ein richtiges Club-Klo mit. Also richtig auf 80er, was heißt 80er angelehnt, aber halt so mit. So richtiges Club-Klo halt, alles mit voller Sticker, so ranzig jetzt gar nicht mal so. Nach dem Konzert war es dann ranziger, definitiv.
Ja, hab mich gefreut. Ich hatte es kotzempfindlicher, das ganze Klo voller Kotze. Lecker. Naja. Ja, auf jeden Fall war ganz schön. Merch habe ich auch ein T-Shirt. Ah, Fax habe ich jetzt gar nicht hier. Moment, das können wir gleich regeln. So sieht das aus. Es ist jetzt ein bisschen schwer zu filmen. Ich habe das Schwarze genommen. Das mit Are You Awake, dem, ja, auf der Konzertkarte auch schon das Bild. Und unten stehen so ein bisschen die Lyrics. So, kurz mal alles umgeworfen mit noch. Geil, also der Schnitt wird echt wieder heavy. Ich sehe es schon kommen. Naja, so, also ich habe auch gemerkt, so. Ich meine, es gab ein paar Fotografen in der ersten Reihe, okay. Grüße gehen raus. Und ich habe halt so gemerkt, ja, ich bin halt doch ziemlich amateurhaft unterwegs, auch generell so. Aber ganz ehrlich, hey, ich bin da, um Spaß zu haben. Ich filme da ein bisschen mit, ich mache ein paar Fotos und gut ist die Geschichte. Ich überlasse den Profisachen lieber den Profis. YouTube, wie gesagt, ich mache halt auch nur so eine Art Blog für mich, ne? Deswegen ist es jetzt hier auch keine große Schneidkunst. Ja, vor allem war ich auch mit so Sony Vegas Programm. Nee, da kriege ich einen Herzinfarkt einfach. Es ist mindblowing für mich. Für mich reicht mein, oh, wie heißt denn das Schnittprogramm? Ich weiche ab. Power Director, aber auf PC und ein Pro irgendwie, keine Ahnung. Mit dem habe ich schon früher auf dem, Fun Fact, mit dem habe ich früher auf dem Tablet auf Power Director, in der gecrackten Version habe ich immer die Videos gemacht früher. Ganz früher, ja. Als ich noch keinen PC hatte. War ganz cool. Und ich weiß nicht, auf dem PC finde ich das auch eigentlich ganz. Ich komme klar damit, sagen wir es mal so. Kann ich jetzt klar keine super Effekte reinmachen. Ich kann jetzt kein nächster hungriger Hugo werden. Aber gut. Ja. Egal, kurz zum Konzert an sich. Ja, tolles Feeling. Das T-Shirt 30 Euro gekostet. Finde ich okay. Also, man muss halt bedenken, ich gehe auf Konzerten wie Machine Gun Kelly, der kostet ein Hoodie 100 Euro. Okay, das ist eine andere Nummer. Das ist eine teure Nummer. Da kann ich mich echt nicht beschweren über ein T-Shirt für 30 Euro. Genauso wie bei, was war es, bei Red Vims waren es 40 Euro, glaube ich, das T-Shirt. Sehe ich auch noch ein, so ab 70 Euro schlucke ich dann auch ein bisschen. Könnte sich zum Beispiel streiten, viel zu teuer dafür. Oder auch 38 Euro für das Ticket jetzt hier zum Beispiel, wäre teuer. Ich sage aber ganz ehrlich, ist okay. Für die heutigen Verhältnisse, für alles. Ich meine, 1. Dezember Baby Metal 250 Euro, ich sag nichts mehr dazu. Ne? Also, ich beschwere mich bei sowas relativ wenig, ne? Gut. Preis, ich muss sagen, für München. Ich meine, ich habe jetzt nicht viel in München eingekauft, gesundheitsmäßig entsprechend. Ziemlich gut weggekommen. Ja, also ich weiß gar nicht. 4 Euro oder so pro Getränk da drin. Für ein Liter ist in Ordnung. Oder waren es auch Liter? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, sorry. War voll in Ordnung, also da kannst du echt nicht meckern. Und ja, dann ging es auch immer um 8 Uhr los mit Eli. Ich habe ein paar Tage vorher erfahren, dass es tatsächlich einen Support gibt. Ich habe mir gedacht, was für ein Vieh? Ich habe es gesucht und nicht gefunden auf Spotify, weil ich sag's jetzt einfach, ist halt nicht so Fame und da muss man halt suchen. Ja, ich habe es dann schließlich gefunden, die 4 Songs, und habe es mal reingehört. Und habe mir gedacht, cool. Cool. Muss jetzt nicht sein, aber okay. Und ich muss wirklich sagen, live wirklich besser. Wirklich, es war sich. Die hat eine echt geile Stimme und eine super Stimmkontrolle. Fand ich wirklich geil. Ist jetzt klar kein Magnum Opus, aber kann man wirklich sich mal anhören, auf jeden Fall. Also, scheiße war es nicht. Da war, fand ich, na, wo war der, da, Set It Off bei Waldbühne Berlin im Machine Gun Kelly fand ich 100 Mal schlimmer. Das war wirklich das Schlimmste, was ich je als Vorband gesehen habe. Muss ich nicht nochmal. Und Eli muss ich jetzt auch nicht unbedingt nochmal, aber war doch viel besser, als ich erwartet habe. Genau. Dann gab es wieder eine halbe Stunde Pause.
Genau. Und dann kam irgendwann endlich Lauri. Ich muss mal ganz kurz was loswerden. Es gab ein paar, ich sage jetzt einfach Mongos, okay? Das waren schon irgendwo Mongos. Jetzt nicht beleidigend, aber die haben halt richtig gedacht, müssen richtig Woo-Girl spielen. Also die haben die ganze Zeit so richtig übertrieben, so Woo, sind voll durchgespastet und an und für sich sage ich dagegen nichts. Ich bin selber so jemand. Ah, die haben halt schon manchmal, es war manchmal schon ein bisschen unangebracht und over the top. Also gut, die waren wahrscheinlich auch sturzbesoffen, so wie ich das mitbekommen habe, aber ja, manchmal war schon ein bisschen, reicht auch langsam. Ne? Ihr versteht schon, was ich meine. Aber gut, nun denn ich muss 9, kurz nach 9, mit ein bisschen Verspätung, kam dann endlich Lauren. Ja, und es war, die kommt auf die Bühne und es ist einfach eine Präsenz. Das hab ich. Ich weiß gar nicht, wo ich das mal hatte, wo ich so eine Presse. Also bei Avril nicht, bei. Okay. Machine Gun Kelly war eigentlich der einzige, wo ich so eine Präsenz gespürt habe. Also es war wirklich eine echt einzigartige Präsenz. Und dann ist die halt wirklich fast in dir. Ne, das hat sich so krass angefühlt, einfach irgendwo. Dass sie halt wirklich dann da gefühlt in dir steht, so. Und dann ist sie ja, also, ich wusste, dass sie nicht groß ist, ja. Auf den Bildern sieht es halt größer aus, aber sie ist halt echt nur 1,50, ne? Das ist halt echt brutal. 1,55, ich korrigiere. Das ist schon heftig, ne? Und ja, ich habe halt versucht, das Beste draus zu machen in Sachen Film. Ist, glaube ich, ganz okay geworden. Ich habe ein bisschen experimentiert. Manche Aufnahmen werden wahrscheinlich scheiße sein. Und werde ich wieder fluchen beim Schneiden dann. Aber gut. Ja, und nee, wie gesagt, es war ganz geil auf jeden Fall. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich kannte nur Are You Awake. Ich kannte sonst nichts. Shame ist jetzt zwar draußen, aber ich kannte wirklich nichts. Und ich bin wirklich, wirklich stark überrascht worden. Ich sag ganz ehrlich, ich hatte Angst, dass das Album nicht gut wird, weil Are You Awake ist halt etwas ruhiger, auch schön, aber deutlich ruhiger. Und ich denk mir, fuck bitte nicht das ganze Album, ich brauche was, was fetzt. Etwas, was in Nightmares-Richtung geht. Und dann kam ganz am Ende Sorry ETC und das war einfach genau das, was ich gebraucht habe. Ja, also das Sorry ETC, Under the Knife war auch beides, das sind meine Highlights. Under the Knife hat schon ein bisschen Churches-Vibes gehabt. Das hat was richtig, hatte was richtig Gefühlvolles, Atmosphärisches und ich weiß nicht, ich fand es sogar ein bisschen, ich weiß nicht, ob melancholisch das richtige Wort dafür ist. Ich bin manchmal ein bisschen sprachbehindert, man merkt's. Aber es hat sich einfach, es war einfach ein wunderschöner Moment. Es hat einfach alles gepasst. War echt, die zwei Songs, die haben richtig gefetzt. Die anderen waren, ich habe jetzt keine Ahnung, wie die heißen. Ich muss da noch mal irgendwann durchgucken und mir noch mal alles genau passieren lassen. Und das sind so die drei Highlights persönlich. Shame auch geil, definitiv. Crocodile Tears. Ganz ehrlich, kann ich mich gerade gar nicht erinnern. War. Aber es gab jetzt keinen, wo ich sagen muss, der war scheiße. Das war alles super. Es ist jetzt zwar nicht Top 3 Churches Lauryn Lieder, klar, aber es ist, ist geil. Werde ich definitiv im Auge behalten, wenn es dann mal draußen ist. Und ja. War auf jeden Fall eine geile Show. Auch da mit dem Madonna-Cover. Das war schön. Ja, geil. Da ist erstmal fettes Handy runtergefallen. Man kennt's. So, danke. Das Madonna-Cover war geil. Ich habe den Song irgendwo schon mal gehört. Und deswegen habe ich es auch irgendwie wiedererkannt. Das hört man auch in der Aufnahme. Da ist die Crowd echt abgegangen. Also, wahrscheinlich, weil sie endlich mal den Text kannten. Null. Nee, aber es war cool. Das 99 Luftballons hat sie auf Deutsch gesungen. Das fand ich sehr. Ich hab's schon, ich muss ehrlich gesagt sagen, die Tür war ja offen zur Bandprobe. Und irgendwann haben die halt zugemacht und haben dann richtig Probe gemacht. Und da hat man halt auch schon 99 Luftballons gehört. Da dachte ich mir, cool, 99 Luftballons. Auch nicht schlecht.
passt auf jeden Fall zum Land. Ja, und ich muss sagen, dafür, sie hatte zwar, weiß ich natürlich aus meinen neuesten Trivia-Austauschungen, sie hatte anscheinend Deutschunterricht gehabt. Und das hört man auch. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe schon so viele Leute schlimmer Deutsch reden hören, die nicht aus Deutschland sind. Hat sie echt gut gemacht, ja. Klar, ich muss, also zwei Sachen muss ich technisch bemängeln. Das eine, man hat, das lag aber auch daran, weil ich halt ganz vorne in ihr geführt war, war die Stimme halt leiser von ihr. Weiß nicht, ob es woanders da lauter war oder gleich. War ein bisschen leise. Im Generellen war es auch jetzt nicht so laut. Tat mir aber an dem Tag sehr gut, muss ich sagen. Ich bin meistens einer, ich muss, mein Trommelfell muss bluten. Gestern fand ich es sehr geil, dass es nicht der Fall war. Beim nächsten Mal aber gerne lauter. Ja, an und für sich. Und ansonsten, nö, hat eigentlich alles gepasst. Also, das perfekte Konzert war es jetzt nicht. Dafür war es mir ein Tick zu kurz, sage ich ehrlich. Logisch aber, weil es gibt nicht so viel Content. Sie hat schon zwei Covers drin und dafür, für die Zeit, die sie hatte, hat sie echt alles rausgeholt, muss ich wirklich sagen. Die interagiert auch, die bewegt sich. Also es ist genau das, was man sich erhofft, hat man bekommen und das ist die Hauptsache, finde ich. Nicht so, nicht mal Hallo sagen, kurz Show runterrattern und dann wieder gehen. Nur stumpf dastehen. Nein, die macht wirklich, die zeigt Präsenz, die baut Atmosphäre auf. Die redet mit uns und so weiter. Die hat sogar Fotos gemacht. Ja, dazu können wir mal kurz kommen. Konzert ist vorbei, wir chillen noch drin, weil ich aus anonymen, nicht anonymen Quellen erfahren habe, ey, die macht Bilder. Ich habe es auch schon auf Insta ein bisschen gesehen, habe gehofft, ey, fuck, bitte macht Bilder. Ja, was passiert? Wir warten und warten und warten. Nur zur Info, 10 Uhr war die Show vorbei. Und 0 Uhr ging mein Zug. So, wir warten und warten und warten. Später haben wir dann draußen gewartet, gewartet und sie kommt einfach nicht. Ja, währenddessen muss ich sagen, ging es mir auch wieder deutlich schlechter. Also mein Körper hat sich zum Glück zusammengerissen beim Konzert, fand ich echt geil. Danach aber, das ging so steil bergab, ich dachte, ich breche noch zusammen. Ging aber, und ich habe gewartet, gewartet, und sie ist nicht gekommen. Da habe ich gedacht, ja gut, gehe ich halt jetzt, ne? Habe ich noch verabschiedet und so, bin dann mit dem Taxi zum Bahnhof, weil ich jetzt nie im Leben zu Fuß oder U-Bahn überlebt. 10 Euro für München, 3 Kilometer. Experten unter euch können gerne sagen, ob es viel oder wenig ist. Für mich, ich bin, ja gut, Aschaffenburg ist jetzt kein Land, aber hier bezahle ich für 2 Kilometer 25 Euro. Also kannst du dir ausrechnen, ich bin sehr zufrieden gewesen. Der Taxifahrer war auch voll cool. Und halbe Stunde, nachdem ich gegangen bin, kommt sie raus und macht Fotos. Zwar nur kurz, aber sie hat's gemacht. Hat mich stark frustriert. Was will man machen? Die Umstände dementsprechend mal wieder. Ja. Beim nächsten Mal dann. Beim nächsten Mal auf jeden Fall. Ja. Gut. Ja, die Heimreise war ein absoluter Albtraum. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin ja im Prinzip mit einem Nachtzug 4,5 Stunden nach Frankfurt. Frankfurt umsteigen. Ich bin daheim. Gut. Ja, ich dachte, ich kann die 4,5 Stunden schlafen, Arsch lecken. Mich hat's so zusammen. Mich hat's sehr erwischt während der Zugfahrt. Also, ich war echt. Ich konnte kaum noch was hören. Kopf war so dick wie ein Ballon, Nase zu, Hals zu. Solche Magenschmerzen. Also, ich dachte wirklich, ich überlebe diese Zugfahrt nicht. Habe halt einfach versucht, Ohrstöpsel rein und entspannen irgendwie. War echt Hölle. Dann döse ich irgendwann mal ein, weckt mich einer. Ich hab hier reserviert, Sie können hier nicht sitzen. Danke dir, Digga. Bin ich halt Platz suchen gegangen, hab einen Platz gefunden. Dann hieß es, yo, wir haben eine Suiziddrohung erhalten. Die Fahrt ist auf unbestimmte Zeit erstmal verschoben. Denk mir so, fuck, Alter, ich will einfach nur nach Hause. Ich will den Verstand. Dann, halbe Stunde später geht's weiter.
Hab natürlich meinen Anschlusszug verpasst in Frankfurt. Dachte mir, fuck, was mache ich jetzt? Nee, ich will sicherlich nicht erst um 8 Uhr morgens daheim sein. Ich buche mir einen anderen ICE für 10 Euro, Gott sei Dank nur 10. Mache auf PayPal 30 Tage, fahre mit dem einfach und gut ist. Ja, also ich muss, und dann habe ich in Aschaffenburg dann an der Bushaltestelle noch eigentlich so die Hälfte des Epilogs gedreht. Ich habe aber dann gemerkt, ey, nee, das kannst du nicht hochladen. Das ist, ich konnte kaum noch stehen. Ich war so am Ende bei der Aufnahme. Und ja, bin dann nach Hause gekrochen, habe erstmal 8 Stunden gepennt. Hat so gut getan. Oh mein Gott. Das war, glaube ich, der beste Schlaf meines Lebens. Ja, und das war mal wieder ein ganz geiler Roadtrip. Nochmal kurz Review zu München. Ich muss sagen, München, ganz ehrlich, fand ich irgendwie wie bayerisches Berlin. Bloß halt in so richtig modernen Snob-Gebäude, die halt aber irgendwie so schon 300 Jahre alt sind. Also es ist eine echt geile Mischung. Ich bin 5 Meter gelaufen, war gefühlt in der Reeperbahn von München. Also überall so mit Puffs und so. Und ich dachte mir so, geil, wo bin ich eigentlich hier gelandet? Ich wollte eigentlich nur zum DM. Dann bin ich dann wieder in die andere Richtung später und dann war ich auf einmal in Slums, so richtig, so mit so abgebrannten Häusern. Ich habe keine Ahnung, wo ich langgelaufen bin. Ich wollte eigentlich nur zum Club, zum Strom und ich war einfach überall. Also echt coole Sache auf jeden Fall. Ja, aber ich meine, ich habe jetzt auch nicht viel gesehen. Ich habe nur das Nötigste gemacht gestern, sagen wir es mal so. Und ja. Aber ganz ehrlich, beim nächsten Mal gehe ich, glaube ich, wieder nach Köln, weil war halt doch, ist halt doch irgendwo ein bisschen näher. Und Köln fand ich einfach so geil damals. Das damals, das war Mai. Ne? Nee. Im Großen und Ganzen, das perfekte Konzert war es nicht. Hört man ja. Aber es kommt definitiv in den Top 3. Es war ein geiles Erlebnis. Geile Leute kennengelernt. Grüße gehen raus. Gerne wieder. Nächstes Jahr, wenn es wieder Solo-Tour gibt, ich bin da. Wenn es komplett mit Churches gibt, bin ich erst recht da. Gar keine Frage. Und ja, in dem Sinne verabschiede ich mich. Gott, schon wieder 24 Minuten Review. Typisch ich. Naja, bis dann auf jeden Fall. Tschüss!